Bei Rot darf man nicht über die Ampel fahren. Selbstverständlich, oder? Artikel 2 des Grundgesetzes beschreibt zum Beispiel auch, dass jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat, insofern er nicht die Rechte anderer verletzt. Aber wofür gibt es eigentlich diese ganzen Gesetze und was für Funktion haben sie? Alles, was ihr wissen müsst, hier in diesem Video. Eine Rechtsordnung ist notwendig. Sie soll dazu dienen, den menschlichen Eigennutz einzuschränken und Anreize zu sozial förderlichem Verhalten zu bieten. Dazu kommt, dass die Rechtsordnung ein unverzichtbares Organisations- und Herrschaftsinstrument darstellt, um das menschliche Zusammenleben zu ordnen, zu steuern und zu gestalten. Dabei unterscheiden wir 5 verschiedene Funktionen des Rechts. Eine davon ist die Ordnungsfunktion. Diese sorgt dafür, dass Rechtslosigkeit verhindert wird. Viele Dinge müssen in einer Gesellschaft einheitlich geregelt sein, wie zum Beispiel die dutzenden Regeln im Straßenverkehr. Eine weitere Funktion ist die Friedensfunktion. Die Rechtsordnung legt fest, was genau in einer Gesellschaft erlaubt und nicht erlaubt ist, um das friedliche Zusammenleben gewährleisten zu können. Das Rechtsprechungs- und Vollstreckungsmonopol liegt dabei beim Staat. Dazu zählen zum Beispiel Gerichtsverfahren. Lass uns schnell das Grundwissen auffrischen. Zur Gewaltenteilung zählen die Judikative, das ist die Rechtsprechung, die Exekutive, also die Regelung der Verwaltung, und zuletzt die Legislative, also die Gesetzgebung. Zum anderen hat das Recht eine Erziehungsfunktion. Diese soll zur positiven Verhaltensänderung beitragen und die Menschen erziehen. So wird zum Beispiel bei einem Gesetzesverstoß eine Strafe erteilt. Die Schutzfunktion schützt die Bürger. Im Artikel 2 des Grundgesetzes wird die Freiheit der Person gewährleistet. Man muss aber dazu sagen, dass die Freiheit des Menschen eingeschränkt werden kann, um andere zu schützen. So zum Beispiel gehen Menschen ins Gefängnis, wenn sie eine schwerwiegende Tat begangen haben. Die letzte Funktion in diesem Video ist die Rechtssicherheit. Das Recht muss inhaltlich bestimmbar und vorhersehbar sein. Deshalb dürfen Rechte zum Beispiel nicht rückwirkend verschärft werden. Damit ist Folgendes gemeint. Wenn ein neues Gesetz erlassen wird und jemand beispielsweise einen Tag vorher gegen dieses verstoßen hat, kann derjenige aufgrund dessen rechtlich nicht im Nachhinein dafür bestraft werden. Jetzt habt ihr die Funktion des Rechts kennengelernt. Alle von ihnen sind wichtig und notwendig für unsere Gesellschaft. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.